Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit einer bewegenden Gedenkstunde hat der Bundestag heute an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Anlass ist die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 79 Jahren. Die nächsten Nachrichten gibt es in den Tagesthemen um 22.15 Uhr, heute mit Ingo Zamperoni. Und jetzt, meine Damen und Herren, möchte ich mich ganz dezent verabschieden, denn das ist meine letzte Tagesschau-Sendung heute. Danke, dass Sie mich in den letzten 19 Jahren immer wieder in Ihr Wohnzimmer gelassen haben. Und danke an die besten Kolleginnen und Kollegen der Welt. Einen schönen Abend noch. Tschüss.